So, da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Tschüss. Und Musik. Jedenfalls das Smash, das wurde einfach für den Trailer da verwendet, aber kam dann nicht im Spiel vor. Gut. Und das ist im Endeffekt einfach nur so eine Instrumental-Version von diesem Intro, was man sonst in diesen ersten Kingdom Hearts Teilen hat. Wieso wurde Brasilien zerstört? Weiß ich nicht. Warum wurde Hawaii zerstört? Deswegen. Ich meine, Stitch ist halt einfach ohne Grund in diesem Final Fantasy Gebiet. Gut. Also muss ich einfach mal ausgehen, dass Hawaii tot ist. Der hat sich einfach nur gedacht, Chicky Bulama! Dann hat er auf Leute geschossen. Ist einfach in fucking Japan Black Sunrise passiert. In Japan. Auf Hawaii Black Sunrise passiert oder was? Wobei, das ist jetzt nicht, ne? Haben die sich damals auch gedacht, die Japaner, ne? Ist der Black Sunrise passiert oder was? Haben sie nicht gedacht oder was? Okay, du verstehst den Witz scheinbar nicht. Hä? Oder meinst du gerade Higashima? Ich mein Pearl Harbor. Ach so. Bist jetzt nicht so weit weg, fliegen wir mal hin. Ach so, das meinst du. Ah, ich dachte, du meinst den Black Sunrise. Der Black Sunrise. Ja, weißt du nicht, was ein Black Sunrise ist? Das ist immer schwarze Sonne und die machen Reis. Genau. Jetzt ist Oh nein, das Freiheit Geld entkommen. wird. Ja? Ja, das Eis schmilzt. Ja, vorhin hat es auch schon geregnet. Nein, eben hat es noch geschneit. Für mir nicht. Ist hier auch nirgendwo Schnee. Schwinne. Ist hier nirgendwo Schnee. Ich jetzt auch nicht mehr, das verschwindet gerade. Ja, ich habe die ganze Zeit keinen Schnee gesehen. Ich bin schon wieder da, Black Sunrise. Ich gebe mal. You're telling me a Black Sunrise? Wasser ist weg, wieder da. Hier hinten musst du übrigens auch noch zumachen dann, ne? Ja. Ist auch noch offen. Ich weiß. Was zum Teufel ist falsch bei dir? Oh! Oh. Donald. Oh. Donu! Oh! Oh. Donald. Oh. Donald. Dodo. Donald McMyers. Ah! Okay. Ich bin kurz ins Wasser Irgend so gefallen. eine böse Disney-Queen, die gerade gestorben ist. My Power Ring, Donald! Ah! Drei Buchstaben, merke sie dir. Ja, jetzt ist nervig, ne? Doch.
Kelvin nichts. Der steht da einfach nur rum. Was ist sein Problem? Lässt dich wieder ohne Holz da stehen. Miracle Whip and Slide. Dann demnächst kommt einfach ohne Grund dann Song of the South, Kingdom Hearts. Was? Jetzt nicht Song of the South oder wie das heißt? Nee. Ist ziemlich. Ja, der soll wohl rassistische Probleme drin haben. Gut. Ich hörte von Gott zum ersten Mal. Ist sogar noch Slavery und so ein Zeug im Ding. Gut. Weiß es nicht. Ich habe den nie gesehen. Ich weiß nur irgendwie, dass der problematisch sein soll. Wegen irgendwas. Gut. Und dass sich Leute darüber beschweren, dass solche Sachen dann zensiert werden, anstatt dass man dann irgendwie so wie Warner Brothers sagt, ja hier, dieser Film enthält damalige Sachen, wir verstecken uns nicht davon und das ist halt ein Product of its time. Ja, ne? Damit sagst du immerhin, hey, das ist jetzt nicht unbedingt okay, aber lässt es dann wenigstens noch für die Nachwelt irgendwie dann zugänglich. Ja. Aus irgendeinem Grund immer noch Leute, die Mein Kampf lesen. Ja. Ich meine, kannst du ja machen, aber bitte verinnerlich nicht diese Scheiße. Hey, kannst du lesen aus einer vielleicht historisch interessierten oder psychologisch interessierten Richtung, aber nicht aus hey, interessantes Philosophiebuch, da kann ich mich daraus weiterbilden. Du weißt ja, wenn Leute im Gefängnis irgendwelche Bücher schreiben, das muss ja immer was sein, worauf du vertrauen kannst, ne? Genau. Ich glaube, Erdogan hat doch auch ein Buch geschrieben im Knast, als der da drin war. Keine Ahnung. Komisch, dass der Diktator wurde. Dafür steht er mit seinem Namen. Ja, dafür steht das D in seinem Namen. Er Diktator Gan. Das Erd in seinem Namen, da steht nicht für beerdigt. Leider. Und auch nicht geerdigt. Und ja. Das, was er da von sich gibt, das ist jetzt nicht unbedingt so ehrlich, muss man sagen. Du legst mal so ein Erdogan-Song hier einfach rein. Ja, keiner liefert mich an dich aus, Junge. Kannst vergessen. Keine Ahnung, wenn du irgendwie meinen Standort rausfindest und mich einfach entführen lässt, ja, fick dich, dann piss ich in dein Müsli. Hä? Will ich mal sehen, was er dann tut. Was für ein Müsli glaubst du, ist ja? Bestimmt so ein richtig langweiliges. Wahrscheinlich Nesquik, weil sie einen Hasenkoder mit. Nein, mit Ziegenkäse. Nesquik mit Ziegenkäse? Ja. Statt dem Milch? Ja. Geschmolzen oder Hartkäse? Gerieben. Nesquik Parmesan. L61. Es gibt ja auch Leute, die ihr Müsli einfach mit Wasser essen. Krank. Soll wohl besser sein. It. Ich weiß es nicht.
Ich würde es jetzt auch nicht mit Leitungswasser essen wollen, wenn man bedenkt, was so in Leitungswasser teilweise drin sein kann. Die Milch war der beste Teil beim Müsli. Also ich esse in letzter Zeit sehr oft einfach irgendwie so Cornflakes ohne irgendwas. Gut. Mit meinem Hammer. Mit meinem Hammer. Schaffst du 7 Folgen, oder? Die vierte ist das gerade vierte, oder? Ja. Wir haben das gerade 16.30 Uhr schon. Ich glaube, 5 Folgen wären mir lieber. Okay, aber dann muss ich einfach alleine 2 Folgen machen. Ja. So ein Problem, du Dummkopf. Ich übrigens einen Hammer. Hause weg, so Speck wie Speck. Ich denke mir halt manchmal, warum existieren solche Leute eigentlich noch auf der Welt? Warum tut da nicht irgendwie jemand weiter oben was? Weil wir wissen ja alle, dass die einfach was Falsches tun. Weil? Weil die alle Angst haben, irgendwas zu tun, und dann bricht irgend so ein Krieg aus. Aber im Endeffekt, du musst ja eigentlich solche Leute entfernen, oder nicht? Glaubst du, Leute, die davon profitieren, dass die existieren, würden die dann rausnehmen wollen? Das sind, wenn überhaupt, die Konzerne, aber die Leute, die eigentlich wirklich in Power sind, die werden aber nur von den Konzernen da kontrolliert, also, ja. Ja, siehst du mal. Ich sehe da nichts. Ich würde alles einfach besser machen, wenn ich in der Politik wäre, ganz ehrlich, ich würde einfach alles wegmachen, was so problematisch ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Menschheit besser dran wäre, wenn wir nie mehr entwickelt als Höhlenmenschen gewesen wären. Komm mir nicht mit solchen Drachenlord-Takes. Was? Der labert immer irgend so eine Scheiße von wegen, der Mensch ist wirklich, das verachte ich als Wesen. Ich schäme mich wirklich, ein Mensch zu sein und so eine Scheiße. Was? Nee, ich meine eher, weil fucking irgendwie 90%... Ich meine das eher von wegen, hey, wenn wir nicht technologisch weiter als Höhlenmensch gewesen worden wären, dann würden wir jetzt nicht unsere Welt umbringen. Was ich auch blöd fand, ist, letztens hat mir irgendwer erzählt von dem, was die da in Stonehenge da gemacht haben. Ja, die Pisser. Ich denke mir da einfach in dem Moment, ja, aber denk mal drüber nach. Ist so ein fucking Stein wirklich so wichtig, wie wir denken, dass er ist, nur weil wir selber da jetzt als Menschen dadurch diesen Wert da sehen? Oder ist das einfach nur ein fucking Stein, den jemand dahin getan hat? Ich meine, ich sehe den Stein wichtiger als Menschen. Aber der Stein wurde von Menschen dahin getan und nur Menschen sehen darin einen Wert. Und dieser Wert, der ist eigentlich wirklich nicht da. Wenn wir als Menschen nicht mehr existieren, und das wird durch unser Tun halt immer weiter in diese Richtung getrieben, dann ist dieser Stein halt nichts wert. Und deswegen finde ich, dass der mehr wert ist als der Mensch. Es gibt wenig, was so wertlos ist wie ein Mensch. Du kannst halt alles einfach, was von Menschen hat, geschaffen wurde, einfach entfernen. Es wird nichts ändern. Die Pisser sind dumm, die das angesprüht haben. Könnt's halt einfach machen, das ist scheißegal, es ändert nichts. Doch, die Pflanzen, die auf dem Stein drauf sind, die uralt sind. Und ich denke mal, die Message dahinter ist halt wirklich einfach. Ja, wir werten das jetzt gerade höher, als dass wir irgendwann weg sind und der Wert, den wir da reintun. Ne, die Message ist, auch weg ist, hey,
die Message ist, hey, das stört Leute, wenn wir das tun. Und wir wollen die Aufmerksamkeit. Das stört größtenteils halt wirklich einfach nur solche komischen Rechten. Weil die sind die meistens, die sich drüber aufregen. Ich meine, die regen sich nämlich immer über alles auf, was die nicht verstehen. Ich meine, ich verstehe, was die tun wollen. Die wollen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit die so tun können, als ob sie eine große Wirkung halt hätten. Aber die machen irgendwie nichts. Ja, was wollen die denn machen? Das bringt doch nichts, wenn die jetzt sagen würden, ja, ich höre jetzt damit auf, damit es der Welt besser geht. Ja. Wenn die produktiv sein wollen, dann müssen die halt, keine Ahnung, solche Kohleplantagen in die Luft jagen oder so. Ja, und dann werden sie angegriffen von den komischen rechten Leuten. Ist besser als der Scheiß, den sie jetzt machen, weil das bringt gar niemandem was. Die sind halt gerade nur unproduktive Stücke Scheiße. Das, was sie da machen, ist wirklich noch die passivste Art, wie die es machen können. Und genau das ist das Problem. Scheiß drauf, so passiv-aggressiv zu sein. Seid direkt aggressiv. Jag Kohlekraftwerke in die Luft oder zerstört die sonst wie. Ins Gefängnis kommen sie so oder so, ja? Ja. Also wieso so irgendwas tun, was nur nervig ist und nichts bringt? Anstelle irgendwas zu tun, was tatsächlich einen Unterschied macht. Wenn du als Umweltschützer nicht bereit bist, dich zu einem Umweltterroristen zu machen, dann machst du was falsch. Ich weiß halt nicht, ob du wirklich dadurch noch einen Pluspunkt dann bei Leuten kriegst. Es geht nicht um Pluspunkte bei Leuten, es geht darum, was zu ändern. Ja, aber es ändert sich ja nichts, wenn du immer mehr Menschen bekommst und sonst alles. Die sorgen ja alle nur dafür, dass es noch schlimmer wird. Deswegen ist es ja wichtig, irgendwie zu sagen, ja hier, hört mal auf mit Autofahren und sonst allem Scheiß. Ja, deswegen jag Autofabriken in die Luft. Ich glaube, das sorgt für noch mehr Abgase teilweise. Ja, oder zerstör dich sonst wie. Zerstör diese Supply-Lands, zerstör. Keine Ahnung, manipulier das halt irgendwie. Sorgt dafür, dass andere Sachen attraktiver werden und Autos teurer werden. Das auch. Aber Autos können nur teurer werden, wenn. Wenn der Bedarf daran höher wird als das Angebot? Technisch gesehen würde es mehr Sinn machen, wenn da ein hoher Bedarf ist, dass du das günstiger machst. Das Problem ist, wenn du aber alle... So funktioniert der Markt nicht. Wenn hoher Bedarf ist, wird das teurer, weil... Ja, das Problem ist halt leider, wenn wir jetzt sagen würden, ja hey, wir müssen den Zugverkehr attraktiver gestalten, dann werden die Autofahrer wieder dadurch gelockt, dass die ganzen Autofabriken dann wieder sagen, ja hier, wir machen jetzt die Autos günstiger. Und deswegen gehören Autofabriken sabotiert, zerstört und vernichtet. Johnny hatte halt recht damals. In 2020. War es in 2020? War es in 2023? Ich weiß nicht, wann der gelebt hat, der Mann. Wann hat der das Hack in die Luft gesprengt? Wann war der Net City Holocaust? 2023. Johnny hatte halt damals, letztes Jahr, recht mit Sam. Mit seiner Idee. Der hat es doch nicht deswegen zerstört. Ja, trotzdem hat er recht. Der hat den gehasst, der macht den Kapitalismus sich und hat sich gedacht, alter Fuck, dass ich springe die alle in die Luft. Dunkel. Und 20 Minuten. Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.